Unsere Themen am Freitag: Ehrung für Top-Azubis. Auf dem Grund des Cottbusser Ostsees. Und neue Kreation der Bäckerei 30. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Außergewöhnliches Gebäudemapping zum Moonlight Shopping in der Spreegalerie. Die Projektion ist ein Erlebnis für die Sinne. Die Hausfassade fängt an zu wackeln, das Haus stürzt ein und im nächsten Moment schwimmt ein Delfin durch das Fenster. Zu bewundern am Freitag, den 4. November ab 17 Uhr. Machen Sie bei der Verlosung mit und gewinnen einen Goldbarren oder hochwertige Shoppinggutscheine. Spreegalerie, der City-Einkaufstreff in Cottbus. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell. Ein Grund zur Freude, heute ist schon Freitag. Schön, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Es ist ein altbekanntes Problem, gerade in unserer Region. Es mangelt überall an guten Fachkräften. Anscheinend haben junge Menschen keine Lust, einen klassischen Beruf zu erlernen. Zumindest nicht besonders viele. Doch so ganz stimmt das nicht. Einige wagen es dann doch. Sie absolvieren die Ausbildung sogar mit Bestnoten. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus hat gestern 22 von ihnen ausgezeichnet. Zwei davon lernen Sie jetzt genau kennen. Carsten Klopfleisch ist einer der 22 besten Auszubildenden in Südbrandenburg. Denn er ist einer derjenigen, die in ihrer Abschlussprüfung mindestens 92 Punkte geholt haben. Damit ist er in seinem Beruf Kaufmann im Groß- und Außenhandel der beste Azubi dieses Jahrgangs. Die Abschlussprüfung ging ihm dabei recht leicht von der Hand. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mit links war, aber wenn man sich da gut drauf vorbereitet und ja, auch Spaß an seiner Ausbildung hat, dann sollte man das auf jeden Fall gut schaffen. Er und die anderen 21 besten Azubis wurden gestern von der Industrie- und Handelskammer Cottbus offiziell geehrt. Insgesamt haben in diesem Jahr rund 2000 Azubis an den Prüfungen im Winter und Sommer teilgenommen. Diese Zahl hat über die letzten Jahre allerdings immer weiter abgenommen. So waren es 2013 noch über 4000 Azubis, die an den Abschlussprüfungen teilgenommen haben. Laut Dr. Wilfried Berg, Vizepräsident der IHK Cottbus, ist ein Grund dafür der demografische Wandel. Da merkt man schon, dass es wesentlich weniger Absolventen aus den Schulen gibt, die für eine Berufsausbildung in Frage kommen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass sich die Unternehmen um die Jugendlichen, die auf den Ausbildungsmarkt kommen, kümmern, dass sie pflegen, dass sie gut ausbilden, ist selbstverständlich, aber dass sie auch um die Ausbildung drumherum noch ein Klima schaffen, das die Jugendlichen halt anreizt, hier in der Region zu bleiben. Denn wir brauchen eigentlich jeden Einzelnen. Bianca Luchterhand bleibt erstmal hier in der Region. Die Cottbusserin hat ihre Ausbildung zur Tierpflegerin bei der Tierschutzliga in Neuhausen abgeschlossen. Auch sie wurde gestern ausgezeichnet. Für Bianca Luchterhand war die Ehrung eine kleine Überraschung. Ich meine, ich kannte natürlich meine Ergebnisse, aber dass in so einer Form die Stadt Cottbus sowas ausrichtet, wusste ich gar nicht. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Sowohl Carsten Klopfleisch als auch Bianca Luchterhand haben klare Vorstellungen, wie es nach dem Abschluss in ihrem Berufsleben weitergehen soll. Also ich bin jetzt noch in meinem Ausbildungsunternehmen beschäftigt, bin jetzt aber nicht mehr am Standort Cottbus, sondern in Berlin. Ja, und dort werde ich auch erstmal eine Weile bleiben, so wie es aussieht. Und mache jetzt halt nebenbei noch ein berufsbegleitendes Studium. Ja. Ich mache jetzt den Ausbilderschein in meinem Betrieb, auch über die IHK den Lehrgang. Dann mache ich noch ein Fernstudium Richtung Tierpsychologie und mal gucken, wie weit ich dort dann Fuß fasse. Selbstständigkeit wäre am Ende irgendwann mal eine schöne Sache, aber erstmal bin ich in meinem Betrieb in der Tierschutzliga und mal sehen, wie es dort denn weitergeht. Die 22 Besten haben einen super Start ins Berufsleben hingelegt. Jetzt gilt es für sie, die guten Voraussetzungen auch weiter auszubauen. Der Oberbürgermeister geht auf Reisen. Holger Kelch macht sich im November auf nach China. Gemeinsam mit Unternehmern, Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie der BTU. Ziel ist Cottbus als Standort für Wirtschaft und Wissenschaft vorzustellen. Gerade die BTU soll laut Kelch weitere Kontakte im Ausland knüpfen. Kelch will die ersten Ergebnisse der Reise im Dezember vorstellen. Es ist das Großprojekt der nächsten Jahre, der Cottbuser Ostsee. Der ehemalige Tagebau Cottbus Nord muss dafür herhalten. Es beginnt eine neue Etappe in der Entwicklung seiner Bergbaufolgelandschaft. Bis 2025 soll der Riesenbadesee fertig sein. Doch noch herrscht Ebbe in der ehemaligen Kohlegrube.
So wird diese Stelle in einigen Jahren nicht mehr aussehen. Denn das ist der Grund des zukünftigen Cottbuser Ostsees. Die Planungen für den See gehen immer weiter voran. Die Kohleförderung im Tagebau Cottbus Nord wurde planmäßig beendet, Schaufelradbagger und Förderbrücken demontiert und verkauft. Jetzt sind die Arbeiten zur Formung und Gestaltung des künftigen Ostsees im vollen Gange. Mit einer Fläche von rund 19 Quadratkilometern wird dieser See den Schwielochsee mit rund 9 Quadratkilometern als größten See in Brandenburg ablösen. Darüber hinaus wird der Cottbuser Ostsee der größte künstliche See Deutschlands sein. Ingolf Arnold ist der Leiter der Geotechnik. Er muss bei diesem großen Projekt alle geotechnischen Parameter im Blick haben. Man muss in Summe beachten, wie hoch wird das Wasser mal steigen in dem See, welche natürliche Schwankungshöhe hat dieses Wasser, wie stark sind die Kräfte, die durch Windwellen beispielsweise eintreten können. Und das sind alles Randbedingungen, die dazu führen, wie man diese Abflachungsarbeiten und die Verdichtungsarbeiten dimensioniert. In der Zukunft sollen verschiedenste Branchen Nutzen aus dem See ziehen. Tourismus mit Wassersport und Hotels, aber auch der Fischereibetrieb. So gibt es eine Vielzahl von Einzelprojekten, die geprüft und genehmigt werden müssen. Wir sind jetzt dabei, die nächste Stufe der Böschungsabflachung im gewachsenen Bereich genehmigen zu lassen und zu vergeben. Also hinter mir wird dann von der Bärenbrücker Bucht aus bis nach Lakoma der letzte Abschnitt der gewachsenen Böschung abgeflacht für den späteren Wellenschlag des Sees. Laut der Planungen ist der Flutungsbeginn des Sees im Winterhalbjahr 2018-2019. Bis dahin wird noch viel passieren, sodass der Tagebau am Ende einen sogenannten Schichtwechsel machen kann. Von einer Braunkohlegrube zu einer Seenlandschaft. Eine berühmte Opernsängerin kehrt in den Branitzer Park zurück. Gemeint ist die Rosenlaube mit der Büste von Henriette Sonntag. Die Rosenlaube reiste im Frühjahr nach Bonn zu einer Parkausstellung. Dort schmückte sie den Dachgarten der Kunst- und Ausstellungshalle. Am Sonntag ist die Wiedereinweihung im Branitzer Park. Um 15 Uhr wird die restaurierte Büste enthüllt. Am Mittwoch haben wir bereits über das SPI-Flüchtlingsprojekt berichtet. Künstler Willi Selmer hat mit seinen Schützlingen an einer Stele gearbeitet. Das Endergebnis können Sie jetzt in den Kurznachrichten bestaunen. Kunst kann helfen. Kinder und Jugendliche aus 6 Nationen haben die ganze Woche an einer Stele gearbeitet. Sie sollten dabei ins Gespräch kommen und sich gegenseitig kennenlernen. Seit heute Nachmittag ist das Projekt abgeschlossen. Die Stele besteht aus mehreren Einzelstücken, jetzt geht sie auf Wanderschaft. Pinguine unterstützen Flamingos. Künstler Jörn Harnitsch macht seine Pinguinarmee bereit. Samstag und Sonntag stehen die dann auf dem Altmarkt in Reihe und Glied. Ziel der Aktion sind Spenden und Getränkeeinnahmen. Das Geld geht an den Tierparkförderverein. Damit soll die Flamingo-Lagune im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Die 180 Pinguine sind am Wochenende von 14 bis 23 Uhr zu sehen. Es geht zur Sache. Der SC Cottbus Thon kämpft um den Klassenerhalt. Am Samstag treten sie gegen den KTV Obere Lahn an. Die Cottbuser Thoner befinden sich in der Tabelle gerade auf dem 6. Platz. KTV Obere Lahn auf Platz 4. Es verspricht also spannend zu werden. Getont wird in der Lausitz Arena. Um 17 Uhr geht es los. Während sie im Ofen vor sich hin bräunen, verteilt sich ihr Duft im ganzen Raum. Mit frischen Brötchen starten viele in den Tag. Die Bäckerei 30 hat sich da jetzt etwas Neues ausgedacht. Doch nicht nur das Rezept ist neu, sondern auch die Art der Herstellung. Umweltfreundlich und energiesparend sollen die neuen Brötchen sein. Knusprig, braun und komplett ohne Zusatzstoffe. Die Crostino-Brötchen sind die neuen bei der Bäckerei 30. Sie gibt es sowohl als Brötchen als auch als Brot. Ab sofort kann man sie in jeder Filiale kaufen. Und hier werden sie gemacht. In den Gubener Produktionshallen der Bäckerei wurde extra für sie eine neue Anlage installiert. Bäckermeister Andreas Matschke passt auf, dass bei der neuen Anlage auch alles läuft. Das Brötchen macht besonders, dass es erstmal 20 Stunden in der Kühlung steht, bevor überhaupt aufgearbeitet wird. Dann wird er rausgeholt, Stunde stehen gelassen und dann wird er halt schon über die Maschine halt aufgemacht. Die macht die Rosenbrötchen schon auf, so dass quasi die Luft auch drinne bleibt und nicht zerdrückt wird und das ist eine lockere Krume halt drin entsteht und nicht so eine feste und ganz engporige halt.
Die neue Anlage erfordert natürlich auch Energie. Und genau da betritt man nun Neuland. Ab sofort gibt es auf dem Betriebsgelände nämlich ein eigenes Blockheizkraftwerk. Warmes Wasser und Strom werden hier also selbst gemacht. Installiert wurde sie unter anderem von Bernd Hovorek. Das Prinzip ist dabei simpel. Ja, also ein BHKW ist eigentlich nur ein LKW-Motor, der mit Gas betrieben wird. Er erzeugt Wärme und auch elektrischen Strom. Zwei Drittel Wärme, ein Drittel Strom. Und der Vorteil liegt darin, dass der Strom und die Wärme direkt vor Ort erzeugt werden und auch verbraucht werden. Zudem müssen dadurch keine zusätzlichen Leistungsnetze gebaut werden. Das alles senkt die Kosten. Im nächsten Jahr will man aber noch einen Schritt weitergehen. Man will in der Produktion grün werden. Wir brauchen eine ganze Menge Wärme im Prozess für die Session der Mitarbeiter im Produktionsprozess. Und wir haben es bisher über Gasthermen produziert und haben keinen weiteren Nutzen davon gehabt. Jetzt produzieren wir die Wärme über das Blockheizkraftwerk. Das hat einen großen Vorteil, dass wir als Nebeneffekt noch Strom produzieren, den wir selbst verbrauchen. Ja, bisher beziehen wir Strom, der größtenteils aus dem deutschen Strommix quasi besteht, also wo Braunkohlestrom mit drin ist, Kernkraft und ähnliches. Und ab dem nächsten Jahr beziehen wir Strom, der rein aus regenerativen Energiequellen kommt. Seit 2013 arbeitet das Unternehmen bewusst nachhaltiger. Der Stromverbrauch ist seitdem etwa um knapp 10% zurückgegangen. Nun soll auch der CO2-Ausstoß verringert werden. Naja, wir fühlen uns ja der Region verpflichtet, wir fühlen uns auch der Generation verpflichtet. In der Nachhaltigkeit haben wir uns durch das Energiemanagement entschieden, auch wirklich den CO2-Ausstoß zu minimieren. Das sind natürlich Schritte, die wir durch solche Maßnahmen in den Investitionen stärker schaffen, als durch die kleinen, sagen wir mal, die kleinen Schulungen der Mitarbeiter, die kleinen Maßnahmen, Energie zu optimieren. Also das Ziel war wirklich, hier CO2-Ausstoß zu minimieren und dann natürlich auch der wirtschaftliche Hintergrund. Wir sind der Wirtschaftlichkeit verpflichtet und da müssen wir auch unser Tun daran ausrichten. Aber keine Angst, trotz der vielen Maßnahmen, grün sollen die Brötchen in Zukunft nicht werden. Gut ausgedrückt, wir wollen das frische, knusprige Brötchen und mit grünem Strom. Das neue Blockheizkraftwerk ist der erste Schritt, noch nachhaltiger zu produzieren. Die gesamte Produktion kann es nicht stemmen, Platz für mehr habe man aber theoretisch noch. Und zuvor steht im nächsten Jahr auch ein anderer großer Schritt an. Neben der Produktion in Gruben soll dann auch jede 30 Filiale komplett mit Strom aus nachhaltigen Energieträgern bedient werden. Mit frischen Brötchen beginnt ja auch meistens das Wochenende. Und in das darf ich Sie jetzt auch entlassen, denn wir sind am Ende der Sendung. Genießen Sie das verlängerte Wochenende und denken Sie daran, die Uhren umzustellen. Sie dürfen immerhin eine Stunde länger schlafen. In diesem Sinne, tschüss und bis Dienstag. Mit diesem Expertenangebot der Woche wird nicht nur eure Kleidung knitterfrei, nein, der Bügelberg wird auch ruckzuck beseitigt. Das ist der Tefal Pro Express GV8340 und als Dampfgenerator ist er mit seinen innovativen Features weit mehr als nur ein herkömmliches Bügeleisen. Los geht's ohne lange Wartezeit. Das Gerät ist schnell aufheizend und so schon nach 2 Minuten betriebsbereit. Mit einer Leistung von 2200 Watt und 6,5 Bar Dampfdruck geht es dann den Falten mit viel Power an den Kragen. Wer aber stromsparend bügeln will, nutzt einfach den Eco-Modus und kann so bis zu 20% der Energie sparen. Außerdem schaltet sich der Tefal Pro Express nach 8 Minuten ohne Gebrauch automatisch ab. Das spart nicht nur Strom, sondern sorgt auch für Sicherheit. Die Durilium-Bügelsohle sorgt für müheloses Gleiten, und zwar auch im Rückwärtsgang. Die sogenannten Aktivlinien ermöglichen nämlich, dass das Bügeleisen in beide Richtungen beste Gleiteigenschaften besitzt. Der abnehmbare Wassertank fasst 1,8 Liter und kann jederzeit befüllt werden. So müsst ihr eure Bügelsession nicht unterbrechen und könnt auch große Wäscheberge in einem Rutsch bewältigen. Eine Besonderheit des Tefal Pro Express ist der patentierte Anti-Kalk-Kollektor. Dieses exklusive Feature von Tefal ermöglicht, dass ihr ganz normales Leitungswasser benutzen könnt und die Lebensdauer des Geräts deutlich verlängert wird. Denn der Kalk sammelt sich im Anti-Kalk-Behälter, der ganz einfach gereinigt werden kann, indem man ihn unter fließend Wasser ausspült.
Mit dem T-Fall Pro Express GV8340 wird das Bügeln so komfortabel wie noch nie. Und als Expertenangebot der Woche kostet er nur 159 Euro. In der kommenden Nacht lockert sich der Himmel endlich wieder ein bisschen auf. Es bleibt trocken, die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 5 Grad. Am Samstag sind nur vereinzelt Wolken am Himmel. Das heißt, endlich lässt sich die Sonne wieder blicken. Es bleibt zum größten Teil trocken, bei 11 bis 13 Grad. Schlafen Sie am Sonntag ruhig aus, denn morgen soll es regnen. Im Laufe des Tages scheint dann vereinzelt die Sonne. Das Thermometer zeigt maximal 11 Grad. Dein Team, dein Spiel unter fupa.net/Brandenburg. Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de. Klar, zu Egon Olsens Zeiten war alles einfacher. Wie sicher ist unser Zuhause? Auf diese Frage erhalten Sie Ihre Antwort am Samstag, den 29. Oktober, beim Sicherheitstag im Stadthaus Cottbus. Die Polizei und verschiedene Sicherheitsexperten beraten Sie rund um Ihre Sicherheit. Der Sicherheitstag gegen Kriminalität am Samstag, den 29. Oktober von 10 bis 15 Uhr im Cottbuser Stadthaus. Weitere Infos unter cottbus-sicher.de. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Für Sie öffnet nun zum 10. Mal die alte Chemiefabrik in der Vorweihnachtszeit ihre Türen. In der Zeit vom 25. November bis 17. Dezember steht alles unter dem Motto Lametta, Sternchen und Dinner. Party, Spaß und Unterhaltung gepaart mit kulinarischen Genüssen garantieren eine tolle Weihnachtsfeier. Lassen Sie sich von Edwina de Potter and Friends durch die Show begleiten. Staunen, lachen und wundern Sie sich über Gesang, Pantomime und Kraftakrobatik. Buchen Sie noch heute und sichern Sie sich Ihre Plätze für die atemberaubende 10. Weihnachtsshow. Lametta, Sternchen und Dinner. Informationen und Reservierung unter Cottbus 48 666 00 oder unter www.alte-chemiefabrik.de.